Zu einer CO2-Abgabe. Ich öffne die Aussprache. Das Wort hat zunächst für die antragstellende Fraktion die Kollegin Ingrid Nestle. Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin Schulze, Sie bezeichneten am Wochenende die Idee eines CO2-Preises als sehr einleuchtend. Ein wahres Wort, gelassen ausgesprochen. Umso bemerkenswerter ist Ihre Gelassenheit angesichts der Aussagen Ihres Koalitionspartners. Laute Bekenntnisse zum Klimaziel 2030, keine erkennbaren Bemühungen, dem 2020-Ziel näher zu kommen und durchweg Bedenken bei jeder Maßnahme, die konkreter wird als die Einrichtung einer Kommission. Das ist zu wenig. Denn gerade die Blockade eines wirksamen CO2-Preises ist aus drei Blickwinkeln falsch. Sie ist erstens schäbig, weil wir noch Anfang des Jahres zusammen mit der Assemblée Nationale in der Resolution zum Élysée-Vertrag, ich zitiere, gemeinsame Initiativen insbesondere zum CO2-Preis gefordert haben. Und jetzt herrscht Schweigen im Walde, so auch wieder die offizielle Aussage zum Treffen von Macron und Merkel letzte Woche. Es ist schäbig, unser Wort gegenüber unseren französischen Partnern so gering zu schätzen. Zweitens macht Ihr Umgang mit dem CO2-Preis Deutschland völlig ohne Grund klein. Denn im Koalitionsvertrag wollen Sie den CO2-Preis nur mit der Zustimmung der G20-Länder. Sie wollen also auf Trump warten? Eine marktwirtschaftliche Klimaschutzpolitik machen Sie von den Launen dieses amerikanischen Präsidenten abhängig? Damit machen Sie sich selbst schwächer als das berühmte Kaninchen vor der Schlange. Und jetzt kommen Sie bitte nicht mit der alten Leier. Ein CO2-Preis ginge nur global oder mit Trump. Mehrere Nachbarländer warten auf uns. UK hat schon einen CO2-Preis. Die Niederlande wollen ihn dieses Jahr umsetzen. 87 Länder wollen derzeit einen CO2-Preis einführen. Das ist wirklich ein altes Argument. Drittens ist die Ablehnung eines CO2-Preises vor allem hochgradig irrational. CO2-Preis, das ist Marktwirtschaft. Marktwirtschaft und Klimaziele, das geht nicht ohne CO2-Preis. Was von beiden haben Sie eigentlich aufgegeben? Seien Sie doch endlich ehrlich. Jeder Weg zu den Klimazielen ohne eine wirksame CO2-Bepreisung, der wäre teurer, der wäre weniger technologieoffen, der wäre marktferner, der wäre mit gigantischen Subventionen behaftet. Immer wieder kommen Erfinder zu mir und sagen, hier, ich habe eine tolle Energiespartechnologie, aber sie setzt sich im Markt nicht durch. Und üblicherweise kommt das dann mit der Forderung nach Subventionen. Subventionen für jede einzelne Technologie. Ist das Ihre Vorstellung von Wirtschaftspolitik? Wollen Sie eine Flut von Subventionen anstelle von klaren Marktsignalen? Wir wollen das nicht. Ich fürchte, Sie nehmen den Klimaschutz nicht ernst. Und das ist für unser Land und unsere Wirtschaft eine katastrophale Nachricht. Klimaschutz ist knallharte Realpolitik. Klimaschutz ist Sicherheitspolitik, ist Bekämpfung der Fluchtursachen, ist Naturschutz, ist Wirtschaftspolitik. Wir sind derzeit weit davon entfernt, die Erhitzung auf 2 Grad zu begrenzen. Wir befinden uns auf einem 4-Grad-Pfad. Ein Baby, das heute geboren wird, hat eine Lebenserwartung bis 2100. Schon für diese Menschen wären die Auswirkungen der Klimakrise verheerend. Und die wirtschaftlichen Schäden wären um ein Vielfaches höher als die Kosten eines CO2-Preises. Und den, ja, den kann man wenigstens wieder ausgeben. Wir wollen die Einnahmen nämlich investieren und sie den Bürgern und den Unternehmen zurückgeben. Öffnen Sie sich bitte im Interesse aller Kinder dieser Welt, auch derer, die heute schon leben, auch derer, denen Sie am Wochenende begegnen, auch Ihrer Enkelkinder. Öffnen Sie sich dem Charme des logischen Denkens. Folgen Sie dem Aufruf Ihres eigenen Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt, der Forderung von 52 Unternehmen und Verbänden im letzten November, der IHK Hamburg mit 162.000 Mitgliedsunternehmen, des BDEW und vielen, vielen mehr. Setzen Sie sich ein für einen wirksamen CO2-Preis. Liebe Abgeordnete von Union und SPD, Sie stellen die Regierung.
Das bedeutet Verantwortung, das bedeutet Rückgrat und das bedeutet einen Blick für die einfachen und guten Lösungen. All die Innovationen in der Pipeline, sie warten nur darauf, dass endlich ein ehrlicher Markt geschaffen wird. Schaffen Sie ihn, und dann hat diese Legislatur sich auch für Deutschland gelohnt. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Nessle. Als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Dr. Georg Nüßlein. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, zunächst mal kann ich Ihnen nicht präzise sagen, wie die Haltung der Bundesregierung zu diesem Thema ist. Ich kann Ihnen aber sagen, was die Haltung einer diese Bundesregierung tragenden Fraktion, nämlich der CDU-CSU, ist. Und ich glaube, dass es einen Sinn macht, wenn man das auch zwischen Regierung und Fraktionen gegeneinander abgleicht. Ich will anfangen mit einem Kompliment, das ich der Bundesumweltministerin machen will an der Stelle. Sie gehört zu den ersten Ministern, die die soziale Dimension des Themas Klima- und Umweltschutz nach vorne stellt. Ich halte das für ausgesprochen wichtig. Ich habe mich schon in den Koalitionsverhandlungen gefreut, dass beim Thema Klimaschutz mit der SPD das Thema wirtschaftliche Konsequenzen, Verhinderung von Carbon Leakage, jedenfalls klasseneinfacher zu verhandeln war, als das mit den Grünen war. Dass die SPD sehr viel klarer, meine Damen und Herren, das Thema Arbeitsplätze und dass es im Blick hat und verhindern will, dass wir Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, um Klimaschutz in der Weise zu bereinigen, dass wir die Statistik anpassen, die nationale. Aber ich finde es auch bemerkenswert, dass Sie, Frau Ministerin, die soziale Dimension nach vorne stellen. Und wenn man das tut und konsequent darüber nachdenkt, muss man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass eine rein nationale CO2-Abgabe in dem Zusammenhang unsozial wäre. Das ist etwas, was natürlich am Schluss aus der Vogelperspektive der Politik ganz einfach ist. Das heißt, wir machen das aufkommensneutral. Wir machen das aufkommensneutral, wir verteuern das eine, die fossilen Brennstoffe, und verbilligen den erneuerbaren Strom. Das ist ja die Idee dahinter vermutlich. So, das ist die politische Vogelperspektive, die mag so sein. Für den Einzelnen, meine Damen und Herren, für den Mieter, für den sich die Heizung verteuert, für den, der sich keine neue Heizung kaufen kann oder der ein Problem mit seinem Auto bekommt, das er sich vielleicht nicht ersetzen kann, ist diese Vogelperspektive aber die falsche. Und deshalb sage ich Ihnen, das, was Sie hier als aufkommensneutral beschreiben, hat am Schluss mit Aufkommensneutralität nichts zu tun, sondern ist das Gegenteil, eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger. Und das will ich aus meiner Sicht ganz klar hier ablehnen. Wir wollen keine nationalen zusätzlichen Alleingänge, sondern wir nehmen zur Kenntnis, und das bitte ich Sie auch zu tun, dass der CO2-Preis an der ETS sich deutlich erhöht hat. Wir sind momentan bei knapp 13 Euro, von wegen bei 4 bis 5 Euro, was bisher immer so Ihre Geschichte war. Der würde bei 4 bis 5 Euro dahin dümpeln. Ich glaube, dass Klimaschutz ein internationales Thema ist, das man international angehen muss und dass man deshalb eine Bepreisung macht, die eben genauso international ist und die ein gleiches Spielfeld für alle, auch für unsere Wirtschaft bietet. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und dann spricht die Kollegin Nestle von Subventionen. Was meinen Sie denn damit? Die EEG-Förderung, also das ist ja nun nicht unsere Idee schwerpunktmäßig gewesen. Sie wollen jetzt die Subventionen gegensubventionieren an der Stelle und wollen das Problem kaschieren damit, das wir haben, dass wir nämlich in der Tat steigende EEG-bedingt steigende Strompreise haben. Und ich sage Ihnen, wir wollen es nicht kaschieren, wir wollen daran arbeiten, dass das weniger wird, dass die Erneuerbaren so schnell wie möglich auch tatsächlich im Wettbewerb bestehen können. Auch da sind wir, das müssten Sie auch mal einräumen, auf einem guten Weg. Und warum soll man denn jetzt an der Stelle plötzlich was anderes machen, als dafür Sorge tragen, dass diese Verteuerung nicht dramatisch weiter steigt? Lassen Sie uns dazu nicht die Dinge kaschieren, sondern lassen Sie uns statt an den Symptomen täglich an den Grundlagen arbeiten. Das halte ich für richtig und wichtig. Sind wir doch dabei. Jetzt sind Sie doch ein bisschen gnädig mit uns. Wir haben vor kurzem erst das Regieren angefangen und Sie kritteln hier schon den Fortgang an der Stelle. Ich sage Ihnen, mit Ihnen
mit Ihnen. Ich habe nun die Sondierungsgespräche von Anfang bis zum bitteren Ende mitgemacht. Mit Ihnen wäre an der Stelle gar nichts gegangen. Wir sind über nichts hinausgekommen bei den Sondierungen. Über nichts anderes gekommen als über die Diskussion, wie groß ist die Lücke und was können wir denn da tun, zu tun, dass Ihre große Botschaft ist, wir Grünen haben den Ausstieg geschafft. Und ich sage Ihnen, das Land braucht keine zusätzlichen Ausstiege, das Land braucht Einstieg. Das heißt nur nicht, dass wir die Kohle reduzieren müssen. Aber wir müssen uns doch mal überlegen, wo wir überall einsteigen wollen, was wir in Zukunft tun wollen. Denn Klimaschutz, meine Damen und Herren, das geht nur technologisch, das geht nur, indem wir die Technologien entwickeln, die uns am Schluss die Welt auch abkauft. Und zwar abkauft finanziell, wie auch im Glauben daran, dass sie was bringen. Und da sind wir auf dem besseren Weg als Sie mit Ihren Ideologien. Das möchte ich mal an der Stelle ganz deutlich unterstreichen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Nüßlein. Herzlichen Dank. Als nächstes Carsten Hilse für die AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Idee, CO2-Emissionen durch willkürliche Kostenbelastungen teuer zu machen, ist ja nicht neu. Wann immer die Finanzen knapp waren oder wenn es irgendeinen Unsinn zu finanzieren galt, handelten findige Staatsbeamte nach der Regel, belaste irgendeinen wichtigen Stoff mit willkürlichen Steuern und Abgaben, dann werden Einnahmen erzielt, die sonst nicht zu erzielen wären. Die Sektsteuer für die kaiserliche Kriegsmarine ist ein bekanntes, unrühmliches Beispiel dafür. Die gibt es noch heute, obwohl die deutsche Marine schon mindestens zweimal untergegangen ist, aber sie erfüllt ihren eigentlichen Zweck nach wie vor, nämlich viel Geld in die Taschen des Staates zu lenken. Und immer werden uns die Steuern und Abgaben als Mittel zur Erreichung eines edlen Zweckes verkauft, 1902, um mit wehenden Fahnen in den nächsten Krieg zu ziehen und seit ca. 30 Jahren das Klima zu retten, ein edles, aber sinnfreies Ziel. Wer denkt nicht gern zurück an die Ökosteuer, die uns gleich als doppeledel verkauft wurde? Sie sollte die Rentenkassen sicherer machen und gleichzeitig den Treibstoffverbrauch reduzieren. Beides wurde nicht erreicht, eines schon, das Steuergeld fließt, fließt und fließt. Und die CO2-Abgabe will dasselbe erreichen. Vordergründig sollen natürlich CO2-Emissionen gesenkt werden, obwohl diese niemandem etwas zuleide tun. Nein, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, auch nicht dem Klima. Im Gegenteil, je effizienter eine Verbrennung stattfindet, umso besser die ökologische Gesamtbilanz. Es entsteht aber mehr CO2. Das ist eine physikalische Binsenweisheit und im Übrigen einer der Gründe, warum der Diesel lange auch von den in Biowolle gehüllten Klimaanalysten so hoch gelobt wurde. Und es ist auch der Grund, warum viele Industriezweige immer noch in diesem Land existieren. Sie sind noch konkurrenzfähig, weil alle Produktionsschritte auf höchste Effizienz getrimmt wurden, ohne Steuern auf CO2-Emissionen. Doch das würde die auch von der Umweltministerin geplante CO2-Abgabe drastisch ändern. Denn wenn die Betroffenen sich nicht wehren können, sie also nicht vermeiden können, dann werden sie versuchen, weniger von diesem Stoff zu verbrauchen bzw. zu erzeugen. Und da sie durch das Hochlohnland Deutschland bereits am Ende der Effizienzverbesserung angelangt sind, alles hat irgendwo naturgesetzliche und ökonomische Grenzen, werden sie die Vermeidung auf die Spitze treiben und das Land einfach verlassen. Und mit ihnen erst Zigtausende, dann Hunderttausende und dann Millionen wertschöpfende Arbeitsplätze. Und Sie alle tragen die Verantwortung dafür. Von den Grünen ist man so ein Verhalten ja gewöhnt. Heißt doch der grüne Dreiklang seit eh und je, dramatisieren, drangsalieren und abkassieren, ihrem Sekundärziel, Deutschland bildlich gesehen in einen Rühmacker zu verwandeln, kommen sie mit ihrem Vorhaben natürlich auch näher. Dass da auch noch an vorderster Front eine SPD-Ministerin mitmacht, deren soziales Herz ja eigentlich für die Arbeiter und deren Familien schlagen sollte, wundert eigentlich auch niemand mehr. Aber wie der Wahlspruch unserer Gruppe Arbeitnehmer in der AfD so schön lautet, das neue Rot der Arbeitnehmer ist blau. Denn wer die vermeintliche Rettung des Klimas über die Arbeitnehmerinteressen stellt, handelt nicht sozial, sondern asozial. Der sogenannte Klimaschutz hat bei den Altparteien Vorrang. Für sie geht Ideologie über Fakten. Und die sind glasklar und auch ohne Klimatologiestudium für jeden mit gesundem Menschenverstand nachvollziehbar. Das Spurengas CO2 ist mit nur 0,04% in der Atmosphäre vorhanden. 97% aller CO2-Emissionen sind natürlichen Ursprungs. Wenn die Deutschen die auf sie entfallenden 0,06% nicht drastisch reduzieren, naht die Apokalypse, so die eindringliche Warnung. Nebenbei, CO2 ist gleichzeitig der Pflanzendünger schlechthin. Die gesamte Biomasse der Erde besteht aus dem C des CO2 und das ist auch die einzige reale, echt nachgewiesene Wirkung dieses sonst so harmlosen Stoffes. In Gewächshäusern werden die CO2-Konzentrationen erhöht.
Je nach Sorte und Jahreszeit werden dafür Konzentrationen zwischen 0,06 und 0,12%, also einem Vielfachen des natürlichen Wertes, als ideal angesehen. Die Arbeitnehmer allerdings haben für diesen Klimairrsinn schon hunderte Millionen Euro bezahlt, die in die Taschen weniger Gutverdiener geflossen sind. Mit einer CO2-Abgabe werden die Taschen der Arbeitnehmer leerer und die der Verdiener praller. Und damit die Arbeitnehmer gutwillig ihre Abgaben zahlen, wird tagtäglich die Angst der herannahenden Apokalypse genährt. Ein heißer Sommer, der anthropogene Klimawandel schuld, der kälteste Frühlingsanfang seit 138 Jahren, der anthropogene Klimawandel schuld, die Temperatur stagniert seit 15 Jahren, ignorieren wir einfach. Der anthropogene Klimawandel, das wissen Sie, wird nur in Computerklimamodellen nachgewiesen, die nicht mal das Klima der Vergangenheit richtig berechnen können. Ansonsten gibt es nichts, keinen Beweis, kein Experiment, keine Beobachtung, die diese Behauptung belegt. Man findet sie auch nicht in einem der bisher 5 IPCC-Berichte. Nichts, nada, niente. Liebe Ministerin, deswegen Hände weg von einer CO2-Abgabe. Sie vernichtet Arbeitsplätze und hilft dem Klima kein bisschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hilse. Schönen Nachmittag von mir, liebe Kolleginnen, Ihnen. Und die nächste Rednerin ist die Bundesministerin Svenja Schulze. Frau Schulze, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich freue mich über eine Aktuelle Stunde zu der Idee der CO2-Bepreisung, weil es genau die Debatte ist, die wir brauchen, um Klimaschutz wirklich voranzutreiben. Und das ist das klare Ziel unserer Koalition. Wir wollen die Ziele 2030 ganz, ganz sicher erreichen. Und dazu werden wir auch neue Wege gehen müssen. Ich glaube, das ist allen klar, mit innovativen Neuerungen für die Industrie, bei der Energieeffizienz, beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da bin ich mir mit Herrn Nüßlein sehr einig, wir müssen das technologieoffen machen. Wir wissen heute noch nicht, welche Technologien uns da wirklich helfen. Aber genauso plädiere ich dafür, für soziale Innovationen offen zu sein und nicht direkt zu sagen, dass das nicht geht. Und Marktmechanismen sind ein guter Ideenmotor. Und ein Weg dorthin ist zum Beispiel eine CO2-Bepreisung. Weil was bedeutet das denn ganz konkret? Dass so viel Kohlenstoffdioxid, also CO2, ausgestoßen wird, das ist die Hauptursache für den Klimawandel. Und indem der Ausstoß von CO2 einen Preis bekommt, soll ein Anreiz dafür gegeben werden, den Ausstoß zu verringern oder sogar zu verhindern. Genau das passiert bei der Energieerzeugung und für den Großteil der Industrie durch den europäischen Emissionshandel. Das ist etwas, was schon läuft. Da hat es anfangs Schwierigkeiten gegeben, ja. Und deshalb haben wir den europäischen Emissionshandel gerade reformiert. Und ein erstes Ergebnis sind tatsächlich steigende CO2-Preise, in den letzten Monaten etwa eine Verdopplung. Wenn das bei der Energieerzeugung und bei einem Großteil der Industrie funktioniert, ich finde, dann ist es logisch, dass man auch mal darüber nachdenkt, welche weiteren Ansätze der CO2-Bepreisung wir finden können und wo wir von Erfahrungen anderer Länder wirklich profitieren können. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag festgehalten, uns diese Instrumente für Deutschland anzuschauen. Natürlich in enger Absprache mit Frankreich, die uns hierzu schon die Zusammenarbeit angeboten haben. Mir geht es darum, dass wir nicht nur auf die Stromerzeugung schauen, ein Bereich, der unseren französischen Kollegen natürlich sehr wichtig ist, sondern dass wir uns das mal sehr genau für alle Sektoren ansehen. Wir sollten zum Beispiel über den Wärme- und den Verkehrsbereich sprechen. Auch in diesen Bereichen brauchen wir noch mehr Anreize für den Einsatz klimafreundlicher Technologien. Und es ist doch sehr klar zu sehen, dass es hier über die Jahre zu einer Schieflage gekommen ist. In unserem Stromnetz haben wir glücklicherweise immer mehr erneuerbaren Strom. Im Augenblick sind es schon 35%. Im Koalitionsvertrag haben wir bis 2030 das Ziel 65% festgelegt. Aber wir werden die Klimaschutzziele im Verkehr, in der Raumwärme und beim Gewerbe nur durch eine zunehmende Elektrifizierung erreichen. Da macht es doch eigentlich wenig Sinn, dass wir den Strom mit Steuern, Abgaben und Umlagen deutlich belasten, während wir die fossilen Energieträger nicht mit einem angemessenen CO2-Preis belegen. Denn das genau führt dazu,
Meine Damen und Herren, das genau führt dazu, dass klimafreundliche Technologien wie effiziente Elektroautos, wie Wärmepumpen eben häufig benachteiligt werden und nicht so konkurrenzfähig sind, wie wir uns das eigentlich wünschen sollten. Und darum sollten wir die Kosten der Energiewende stärker vom erneuerbaren Strom auf die fossilen Energieträger in allen Sektoren verlagern. Und um das deutlich zu sagen, ich will, dass wir darüber diskutieren, welche Modelle es für CO2-Preise eigentlich gibt, die Bürgerinnen und Bürger nicht stärker belasten und trotzdem Anreize bieten, CO2 zu reduzieren. Für mich als Sozialdemokratin ist vollkommen klar, unterm Strich darf es nicht so sein, dass Menschen mit geringerem Einkommen dann wirklich zusätzlich belastet werden. Das ist keineswegs einfach zu machen. Und gerade deshalb müssen wir diskutieren und deswegen müssen wir offen sein für solche Diskussionen. Und meine Damen und Herren, wir wären auch nicht die Ersten. Es gibt bereits einige Länder, die teilweise vor vielen Jahren erfolgreich das Instrument der CO2-Bepreisung eingeführt haben. Schweden hat schon 1991 eine CO2-Steuer eingeführt und gute Erfahrungen damit gemacht. Das ist ein ganz zentraler Baustein der schwedischen Klimapolitik. Insbesondere im Wärmesektor hat sie zu einem weiteren Umstieg auf erneuerbare Energien geführt. Und das müsste es im Endeffekt ja auch für uns sein, was dann für uns wichtig ist. Inzwischen hat Schweden sogar das Ziel ausgegeben, der erste Wohlfahrtsstaat ohne fossile Energien zu werden, und zwar in erster Linie, weil die Verantwortung für die heutigen Umweltprobleme nicht auf zukünftige Generationen abgeschoben werden sollten. Das ist ein Gedanke, den ich auch wichtig finde, dass wir hier Generationenverantwortung haben. Mit dem Weg ist es in Schweden gelungen, immense Investitionen in Umwelttechnologien auszulösen, die die Wettbewerbsfähigkeit von Schweden stärken. Unser Interesse muss doch sein, unsere Industrie zu stärken, unsere Umwelttechnologie nach vorne zu bringen. Und deswegen möchte ich, dass wir da offen diskutieren. Und deswegen, meine Damen und Herren, lassen Sie uns hier im Deutschen Bundestag offen darüber diskutieren, welches die wirklich besten Ideen sind. Das ist schon deshalb notwendig, weil hier im Haus auch Leute sind, Menschen sind, Abgeordnete sind, die den Klimawandel und den Anteil der Menschen daran wiederholt geleugnet haben. Umso mehr müssen wir darüber sprechen. Klar ist, dass unser derzeitiges System der Bepreisung von fossilen und erneuerbaren Energien nicht auf ewig so bleiben kann, wie es ist. Es bietet keine passenden Antworten auf die entscheidenden Fragen der Zukunft. Es geht darum, wie wir den Übergang von der fossilen zu den erneuerbaren Energien schaffen können, wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit sichern, wie wir dafür sorgen, dass unsere Industrie hier wirklich im internationalen Wettbewerb bestehen kann und wie wir gleichzeitig die ökologischen Grenzen unseres Planeten respektieren. Ich bin für meinen Teil bereit, mich da einer offenen Debatte und einer offenen Diskussion zu stellen. Und ich freue mich darüber, dass der Bundestag das auch tut. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Svenja Schulze. Nächster Redner, Dr. Lukas Köhler für die FDP-Fraktion. Das dauert ja. Wird angepasst. Ich bin gleich soweit. Dauert kurz. Nachher dauert es aber auch wieder. So, Herr Köhler, jetzt. Bitte. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin. Vielen lieben Dank, dass Sie, liebe Frau Ministerin, uns nach diesem kleinen Ausflug in die rosarote Traumwelt der AfD wieder in die Realität zurückgeholt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Emissionen senken wollen, ist die CO2-Bepreisung in allen Sektoren genau der richtige Weg. Aber wann immer über den CO2-Preis geredet wird, ist Vorsicht geboten. Denn auch wenn zwei Leute CO2-Preis sagen, dann ist das nicht notwendigerweise genau das Gleiche. Die einen reden von einer CO2-Steuer, die sie dann gerne als CO2-Abgabe oder Mindestpreis tarnen. Das ist ein politisch festgelegter Preis. Wir Freien Demokraten dagegen meinen einen Preis, der auf marktwirtschaftliche Weise zustande kommt. Wir setzen auf den Emissionshandel, in dem nicht der Preis, sondern die Gesamtmenge an Emissionen von der Politik bestimmt wird. Denn für das Klima ist es doch völlig egal, wie viel eine Tonne CO2 gekostet hat. Wichtig ist nur, wie viel in die Atmosphäre gelangt. Und genau da setzt der Emissionshandel an. Das
ist eine smarte Klimapolitik, denn diese Politik führt dazu, dass unsere Tüftler und Ingenieure die richtigen Anreize haben, nach den besten Mitteln und Wegen zu suchen, um CO2 zu reduzieren. Funktioniert ja auch prima. Exakt, komme ich gleich zu. Als Politiker sollten wir uns selber leider lieber nicht überschätzen, indem wir meinen, wir wüssten selbst, wo das am besten geht. Meine Damen und Herren, alle Zahlen belegen, die CO2-Emissionen sind in der Vergangenheit vor allem dort gesunken, wo wir den Emissionshandel bereits haben. Und das ist kein Zufall. Denn die Bundesregierung hat den Nagel auf den Kopf getroffen, als sie kürzlich in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen über den Emissionshandel gesagt hat, ich zitiere, das Erreichen der im System gesetzten Ziele durch das Instrument ist sichergestellt. Denn das ist eine Klimapolitik, die sich am Ergebnis und nicht am Werkzeug orientiert. Wir wissen, wie viel CO2 wir noch ausstoßen dürfen, um unsere Klimaziele für 2030 und 2050 aus dem Paris-Abkommen zu erreichen. Dagegen kann niemand auch nur halbwegs verlässlich sagen, wie hoch eine Steuer sein muss, damit dieses Instrument zu den notwendigen CO2-Reduktionen führt. In der ganzen Diskussion über die richtige Höhe der Steuer wird aber deutlich, bei einer Steuerung über den Preis muss die Abgabe so hoch sein, dass sie kaum noch sozial verträglich und zugleich unbürokratisch ausgestaltet werden kann. Letztlich funktioniert die CO2-Steuer nur nach dem Prinzip Trial and Error. Und Politik nach diesem Prinzip war noch nie sonderlich erfolgreich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich müssen wir insbesondere die Emissionen im Verkehr dringend senken. Denn hier waren sie in den vergangenen Jahren sogar deutlich höher als 1990. Daher frage ich mich, warum die Bundesregierung nicht auch hier auf das Instrument zurückgreift, das sie selbst als so erfolgreich gelobt hat. Der Vorschlag, den Verkehr in den Emissionshandel aufzunehmen, liegt auf dem Tisch. Sie müssen ihn nur umsetzen. Und Sie wissen auch, dass Sie die Verantwortung nicht einfach auf die europäische Ebene abschieben können. Nach dem Motto, wir würden ja gerne, aber die anderen machen nicht mit. Denn Artikel 24 der Emissionshandelsrichtlinie erlaubt es, den Emissionshandel zunächst auch nur auf nationaler Ebene einzuführen und auf andere Sektoren auszuweiten. Damit würden Sie gleichzeitig ein starkes Signal in Richtung unserer europäischen Partner senden. Denn das Ziel muss natürlich sein, und da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, das Ziel muss natürlich sein, einen europaweiten, ja schnellstmöglich auch einen weltweiten einheitlichen CO2-Preis hinzubekommen. Wenn es Ihnen, meine Damen und Herren, wenn es Ihnen im Ernst um den Klimaschutz geht, dann lassen Sie uns mit der Aufnahme des Verkehrssektors in den Emissionshandel beginnen. Denn A wäre sichergestellt, dass wir die Einsparziele erreichen. B können wir es dann den Technikern statt den Technokraten überlassen, wie sie genau diese Ziele erreichen. C können Sie sehr viel Bürokratie, Subventionen, Überregulierung und Verbote einsparen und stattdessen auf ein einfaches und verlässliches System setzen. Und D ist es möglich, die Sache in diesem Bereich aufkommensneutral zu gestalten, indem wir Bürgerinnen und Bürger an anderer Stelle entlasten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein klares Ziel und ein System, das sicherstellt, dass dieses Ziel auch erreicht wird, das ist eine smarte und lösungsorientierte Klimapolitik. Bei der CO2-Steuer dagegen hoffen Sie auf den Zufall, der Ihnen hilft, die richtige Höhe zu treffen. Das ist, um es mit dem großen Philosophen Hilde Brunner zu sagen, Akupunktur mit der Mistgabel. Meine Damen und Herren, eine solche Politik, fragen Sie auch gleich einfach nach. Meine Damen und Herren, eine solche Politik ist mit den Freien Demokraten nicht zu machen. Wir wollen eine smarte, verlässliche und kluge Klimapolitik. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, lieber Lukas Köhler. Nachgefragt wird dann im Ausschuss oder wo immer, aber nicht bei der Aktuellen Stunde, wie die lieben Kolleginnen und Kollegen wissen. Nächster Redner in der Debatte, Lorenz Gesta-Beutin für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Frau Ministerin. Die Staaten der Welt haben 1990 beschlossen, die Produktion von FCKW zum Ende des 20. Jahrhunderts zu beenden. Das war das Ergebnis weltweiter Diskussionen. Das war das Ergebnis dramatischer Schilderungen der Auswirkungen des Ozonlochs. Und ich nehme an, wenn die Weltgemeinschaft damals lediglich einen Preis für FCKW festgelegt hätte, das Ozonloch hätte sich heute noch nicht geschlossen. Die Entscheidung 1990 war ein Sieg der menschlichen Vernunft.
Es war ein Sieg in der Bekämpfung eines Menschheitsproblems. Und genau diese Vernunft würde ich mir wünschen bei der Bekämpfung der Klimakatastrophe. Wenn wir also nun über einen CO2-Preis reden, kommen wir nicht umhin, uns mit dem Stand der Energiewende zu beschäftigen. Die Expertenkommission der Bundesregierung hat vorgerechnet 2017, dass wir das Tempo der Energiewende vervierfachen müssten, um die Klimaziele zu erreichen. Nun hat aber diese Bundesregierung nicht einmal den Mut, die Kommission, die über den Kohleausstieg beraten soll, tatsächlich auch so zu nennen. Nein, sie nennt sie lediglich Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Diese Koalition macht eine Politik der fossilen Vergangenheit. Sie tut so, als hätten wir eine zweite Erde. Wir haben aber nur eine Erde. Wie sehe also eine Politik der postfossilen Vernunft konkret aus? Erstens, diese Bundesregierung müsste den Mut haben, fossile Subventionen zurückzufahren. Sie müsste den Mut haben, sich mit der Kohlelobby anzulegen. Sie müsste den Mut haben, den Kohleausstieg jetzt einzuleiten, jetzt die 20 dreckigsten Braunkohlekraftwerke dicht zu machen. Und vor allem, diese Bundesregierung sollte sich verabschieden vom Bundesverkehrswegeplan 2030, für den noch Herr Minister Dobrindt verantwortlich war. Dieser Bundesverkehrswegeplan setzt einen massiven Ausbau des Pkw-Verkehrs, des Individualverkehrs voraus und des Schwerlastverkehrs. Dieser Bundesverkehrswegeplan konterkariert die Energiewende, er steht ihr entgegen. Stattdessen bräuchten wir die ökologische Verkehrswende. Wir müssten Bus und Bahn attraktiver machen. Wir müssten die Städte attraktiver machen für Fußgängerinnen und Fußgänger, für Radfahrerinnen. Ja, und wir brauchen auch den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Und drittens, was wir besonders dringend brauchen: Wir brauchen eine Akzeptanz der Energiewende, auch insbesondere bei den einkommensschwachen Haushalten. Die Energiewende wird nur ein Erfolg, wenn sie auch sozial ist. Aber wie sieht es tatsächlich aus? Die deutsche Bundesregierung entlässt energieintensive Unternehmen von der EEG-Umlage. Milliardenkosten werden auf die Stromkunden in der Bundesrepublik umgelegt. Das ist nichts anderes als eine versteckte Industriesubvention. Und bei den Verhandlungen auf EU-Ebene über ein Klimaschutzpaket, über das sogenannte Winterpaket hat sich diese Bundesregierung, haben sich SPD und Union dafür eingesetzt, dass es keine Sozialtarif auf EU-Ebene geben darf. Wir können Frankreich danken und anderen Staaten, dass sie sich gegen die Bundesregierung ausgesprochen haben. Diese Politik von SPD und Union ist unsozial. Sie begünstigt die Konzerne, aber zeigt einkommensschwachen Haushalten die kalte Schulter. Nun ist die Debatte um den CO2-Preis so alt wie der Emissionshandel. Er entfaltet keine Lenkungswirkung. Aber wir sagen ganz klar als Linke, als zusätzliches Instrument wäre ein CO2-Mindestpreis denkbar. Ein CO2-Mindestpreis, der die dreckigsten Braunkohlekraftwerke aus der Wirtschaft, aus der Industrie herausdrängt, die sie dicht macht. Aber der CO2-Mindestpreis darf kein Ersatz sein für politisches Handeln. Wir werden als Linke weiter Druck machen für einen Kohleausstieg, für ordnungsrechtliche Maßnahmen. Ein CO2-Mindestpreis mag das gerne begleiten. Und ich sage es noch einmal, der Kampf gegen die Klimakatastrophe ist kein Pillepalle, es ist eine Frage der gesamten Menschheit. Vielen Dank. Vielen Dank, Lorenz Göster-Reutin. Nächster Redner, der werte Kollege Jens Köppen für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist schon eine sehr einseitige und auch gewagte Aussage, liebe Frau Kollegin Nestle, dass Deutschland sich nicht zum Klimaschutz bekennt und dass wir uns nicht zu unseren Klimaschutzmaßnahmen bekennen würden. Dabei wissen Sie doch ganz genau, wie komplex die Materie ist. Und Sie wissen auch genau, dass wir schon
seit 1990 30%, nahezu 30% der CO2-Emissionen reduziert haben. Und das in einem Industrieland, das in einem Wohlstandsland, das in einem Land, wo Arbeitsplätze wirklich jetzt schon rar sind, das ist doch eine Leistung, auf die wir uns berufen können. Und es sind doch sehr, sehr viele Maßnahmen, die Sie alle kennen. Das EEG, das EE-Wärmegesetz, KWK-Gesetzgebung, die ENF, Gebäudesanierungsprogramm, Klimaschutzkonzept, Straßenverkehr, Nationaler Aktionsplan, Energieeffizienz und. Und in der Tat, es wurde ja angesprochen, das wichtigste Instrument für mich ist der europäische Emissionshandel. Denn der ist am Markt orientiert und der ist technologieoffen. Und der hat bis jetzt auch die besten Ergebnisse gebracht. Und deswegen sagen wir, Klimapolitik muss europäisch geregelt werden. Muss europäisch geregelt werden, muss europäisch gedacht werden und gemacht werden. Aktionismus und nationale Alleingänge helfen dem Klima nicht, das wissen Sie auch. Und wenn Sie auch noch so gut gemeint sind, Sie sind wirkungslos. Sie schaden der Volkswirtschaft und vor allen Dingen auch die Akzeptanz der Menschen geht dann mit den höheren Preisen für die Klimaschutzmaßnahmen verloren. Aber in der Tat kann ein CO2-Bepreisungssystem, wenn es global, möglichst global ausgerichtetes, marktwirtschaftlich und effizient sein. Der Sachverständigenrat hat im letzten Jahresgutachten dazu eine eindeutige Stellung bezogen. Zitat: Es ist volkswirtschaftlich ineffizient, zunächst die globalen Klimaziele auf nationaler Ebene aufzuteilen und dann mit nicht international abgestimmten Maßnahmen umzusetzen. Und weiter: So könnte die Einführung eines globalen Emissionshandels oder einer globalen Steuer auf Schadstoffe dazu beitragen, den Ausstoß an Treibhausgasen dort zu senken, wo dadurch die geringsten volkswirtschaftlichen Kosten entstehen. Zitat Ende. Eine nationale CO2-Abgabe hingegen wäre immens teuer. Sie würde den Wettbewerb verzerren, würde Arbeitsplätze gefährden, würde für andere wichtige Aufgaben das Geld blockieren und würde zum Klimaschutz quasi keinen Beitrag leisten. Und einen solchen Lösungsansatz lehnen wir ab. Und jetzt muss man noch eins bedenken, liebe Frau Kollegin Nestle. Ein CO2-Bepreisungssystem sollte niemals on top gesetzt werden, sondern sollte für sich allein wirken. Und da bin ich ja auch dann bei Ihnen. Aber dann müssen wir dann auch konsequenterweise aus allen Maßnahmen, die ich eben genannt habe, dann aussteigen und dann nur noch den CO2-Bepreisungssystem haben. Denn das wäre in der Tat technologieoffen, das wäre auch ein Technologietreiber und das wäre ein Marktinstrument, das für sich alleine wirken würde. Ein CO2-Preis und aus allen anderen Dingen aussteigen. Dann kommen wir sehr gern zusammen. Nationale Alleingänge sind nicht zielführend, sie machen die Energiewende teuer und bringen uns nicht ans Ziel. Und so ist es auch mit den willkürlichen Ausbauzielen, die irgendwo festgelegt oder gewünscht werden. Wenn Windräder, deren Energie nicht genutzt wird, aufgestellt werden, dann nützt das eben dem Klima auch nicht. Und da heißt es auch, nur nutzbare Energie darf vergütet werden. Es nützt auch nichts, wenn wir den Anlagenzubau nicht mit dem Netzausbau synchronisieren. Und bei den Kohlekraftwerken, es nützt überhaupt nichts, wenn wir die Kohlekraftwerke ausschalten und dann auf der anderen Seite, wenn der Bedarf da ist, den Kohlestrom aus dem Ausland beziehen. Das erklären Sie doch mal irgendwie jemand. Deswegen ist es doch sinnvoller, Kohlekraftwerke so zu fahren, dass die netzdienlich sind, dass sie grundlastfähig sind und dass sie dann damit die Riedespetzkosten senken und die Netzschlüsse stabilisieren. Das ist doch viel sinnvoller, als irgendwo zu sagen, wir schalten Kraftwerke ab sofort ab. Und dann noch eins, was mich immer wieder umtreibt, der Wald. Der Wald ist der größte CO2-Speicher und Sie verlangen, dass im Wald Windkraftanlagen gebaut werden. Das ist absurd. Das ist absurd und deswegen sagen wir, wir müssen unsere Wälder schützen. Wir müssen die Wälder schützen und dort keine Windkraftanlagen aufbauen. Und dann noch eins, die Menschen müssen wir mitnehmen. Das ist doch das Allerwichtigste. Wir müssen akzeptable Abstandsregelungen schaffen. Wenn wir für den Schreiadler 5000 Meter haben, dann ist doch für den Menschen 1500 Meter, 2000 Meter oder eben das Zehnfache der Narbenhöhe wohl das Mindeste, was wir denen geben sollten. Meine Damen und Herren, der Zuspruch für die Energiewende und Klimapolitik in Deutschland wird nachhaltigen Schaden nehmen, wenn wir sich nie wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Eine nationale CO2-Steuer wäre in diesem Kontext kontraproduktiv.
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Köppen. Nächster Redner, Dr. Heiko Wildberg für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, CO2, der Klimakiller per se, der Graus für die Menschheit, ein Klimahorrorszenario, was aufgrund von CO2 entworfen wird, darauf basieren die Klimamodelle, mit denen wir heute konfrontiert werden. Wir haben eine Klimadiskussion, eine Klimaschutzdiskussion, die hochemotional geführt wird. Für manche ist diese Klimaschutzdiskussion, hat schon fast religiösen Status mit dem CO2 als Satanersatz, als großer Klimakiller. Und dieses, denke ich mal, müssen wir, zumindest von der AfD-Fraktion, mal runterholen von diesem ideologischen Ross. Schauen wir doch einfach mal, was es mit dem CO2 in der Atmosphäre auf sich hat. Wir haben ein CO2-Gehalt von rund 400 ppm, also 400 Teile auf eine Million Teile. Und von diesen 400 sind nur ein ganz kleiner Bruchteil anthropogen. Und wenn jetzt Ihre Klimamodelle stimmen würden, dann müsste ja eigentlich, nehmen wir mal an, sie stimmen, dann müsste ja eigentlich bei dem Wegfall dieser paar ppm anthropogenen CO2s unser Klimaproblem gelöst sein. Das wäre ja wohl so, nicht? Das ist ja eine logische Schlussfolgerung. Jetzt schauen wir einfach mal an, ob das wirklich so ist. Da können wir ja eine anthropogen CO2-freie Atmosphäre ja erhalten, wenn wir nur ein paar Jahrhunderte in die Vergangenheit gucken. Da gibt es ein Klima auf und ab. Ich erinnere nur an ein paar Sachen. Zum Beispiel ein Klimaoptimum, wie der Fachmann sagt, also eine Warmzeit bei den alten Römern, ein Klimapessimum bei der Völkerwanderung, ab dem 14. Jahrhundert eine Abkühlung, möglicherweise auch die Ursache der Pest von 1348 und die Zeit vom 14. Jahrhundert bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls eine wärmere Zeit, eine kalte Zeit. Und ich erinnere daran, dass zum Beispiel Grünland heißt, weil das wirklich mal eine grüne Insel ist. Und wir können daraus ersehen, dass auch ohne anthropogenes CO2 in der Atmosphäre das Klima mal nach oben, mal nach unten geht, mit entsprechenden Schwankungen des Meeresspiegels und mit entsprechenden Vervielfältigungen oder mit Eiszunahme oder Eisabnahme. Und das bedeutet jetzt, meine Damen und Herren, wenn ich jetzt auch noch einige theoretische Physiker anführe, die sagen, dass die Klimaschutzmodelle den Erkenntnissen der Thermodynamik, der Physik widersprechen, dass es dann wohl zumindest mal einen Anlass geben kann, hier zu zweifeln. Aber wehe dem, der auch nur wagt, mal diese vorhandenen Modelle in Zweifel zu ziehen. Der wird ja gleich irgendwo in eine Ecke gestellt, in der sich vielleicht gar nicht wiederfinden mag. Meine Damen und Herren, die AfD bezweifelt halt, dass dieses Klimamodell physikalisch eine gute Basis hat. Und wenn jetzt als neueste Erkenntnis seit dem Jahrtausendwechsel die Sonnenaktivität zurückgeht und selbst Klimaalarmisten fürchten, dass die Klimakatastrophe in dem Ausmaß oder gar nicht eintreten könnte, dann spricht das doch Bände. Meine Damen und Herren, die AfD hat mit den Klimazielen eigentlich gar kein Problem. Die sind uns ziemlich egal, wenn ein Sachverhalt nicht da wäre. Die ungeheuren Kosten, die mit dieser Klimapolitik verbunden wird, die Unverschämtheit, mit dem man den Leuten hier in die Tasche greift, das ist sicherlich keine AfD-Politik. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss sagen, wir haben, wie gesagt, die Klimaziele sind uns ziemlich wurscht. Aber wir haben ein Problem mit den Klimaschützern. Kein Problem mit dem Klima, aber wer schützt uns vor den Klimaschützern? Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Dr. Wildberg. Nächster Redner, Klaus Mindrup für die SPD-Fraktion. Ach, da steht ich schon. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die sozialökologische Marktwirtschaft braucht klare Leitplanken. Und es ist eindeutig, wir müssen den Ausstieg von Kohlendioxid aus fossilen Quellen deutlich senken.
Angesichts der eindeutigen Faktenlage ist heute das Leugnen des menschengemachten Klimawandels aus meiner Sicht schlicht verantwortungslos. Wir haben das Problem, dass die Preise für fossile Energien nicht die ökologische Wahrheit sagen, weil die ökologischen Folgekosten eben nicht eingepreist sind. Wir brauchen daher klare und deutlich erhöhte Preise für den Ausstoß von CO2 aus fossilen Quellen. Und das ist eine Aufgabe, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, die können wir nicht allein den Börsen überlassen. Das ist schon eine Aufgabe, die wir im Deutschen Bundestag lösen müssen. Noch haben wir aber diese Aufgabe hier nicht gelöst. Deswegen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Und wir haben heute im Umweltausschuss darüber diskutiert, wie wir denn die Klimaschutzziele in Deutschland einhalten können und was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und wir sehen, dass die erneuerbaren Energien eine Erfolgsgeschichte auch für den Klimaschutz sind. Wir haben sinkende Emissionen allein von 2016 zu 2017 um 4,1% in der deutschen Energiewirtschaft und das eindeutig wegen des deutlichen Ausbaus der erneuerbaren Energien. Wir müssen diesen Weg weitergehen und deswegen ist auch gut, dass wir im Koalitionsvertrag den zusätzlichen Ausbau verankert haben, dass wir gesagt haben, die Ausbaumengen müssen erhöht werden, wir müssen die Ausschreibungsmengen erhöhen und ich erwarte von der Bundesregierung, dass das jetzt auch zügig passiert und nicht verzögert wird. Neben den weiteren Ausschreibungen müssen wir natürlich auch schauen, dass die dezentrale erneuerbaren Energien, nämlich die solare Revolution, weitergeht, der Photovoltaikausbau auf den Dächern. Da haben wir mit dem Mieterstromgesetz angefangen in der letzten Wahlperiode. Das muss auch weitergehen. Und natürlich, ich habe Dächer gesagt, genau, aber um anderes geht es auch. Und natürlich müssen wir auch bei der CO2-Bepreisung endlich vorankommen. Denn das ist eine ganz entscheidende Methode, die wir brauchen, um endlich eine ökologischere Marktwirtschaft hinzubekommen. Und dabei geht es eben nicht nur darum, dass wir das Klima schützen, sondern es geht auch um unsere Volkswirtschaft. Die besten und sparsamsten Haushaltsgeräte, die beste Haustechnik, die besten und ökologischsten Häuser, die besten Autos, die besten Züge, die besten Kraftwerke, die sollen aus Deutschland kommen. Und da hilft eine vernünftige CO2-Bepreisung. Und deswegen ist die Industrie auch dafür, dass wir das machen, gemeinsam mit den Gewerkschaften. Schauen wir uns mal die augenblickliche Situation an. Wir haben eine Reform im europäischen Emissionshandel. Das hat ja auch Frau Ministerin Schulze schon gesagt. Im Augenblick steigen die Preise. Wir wissen aber nicht, wie das weitergeht. Das muss man klar sagen. Wir haben aber etwas, das wird auf Dauer wirken. Wir können Kohlendioxidemissionen aus dem Emissionshandel herausnehmen. Das ist ganz wichtig bei dieser Reform. Es wird diesen Wasserbetteffekt nicht mehr geben, dass das Kohlendioxid, was bei uns nicht mehr ausgestoßen wird, in anderen Ländern ausgestoßen wird. Das ist ein ganz entscheidender Schritt nach vorne. Ich glaube aber, wir müssen die Preisentwicklung parallel beobachten. Und ich denke, dass ein Mindestpreis nach dem Vorbild von Großbritannien ein sinnvoller Weg ist, den wir angehen sollten. Und das ist auch wichtig, weil wir damit zeigen, dass wir den Klimaschutz ernst meinen und dass es nicht, wenn die Preise nach oben gehen, irgendwann mal nach dem Motto Planerfüllung durch Plankorrektur, dann es politische Eingriffe gibt. Wir müssen jetzt deutlich machen, wir brauchen stabile Preise und damit ein Signal setzen, dass Investitionen sich rechnen in effiziente Kraftwerke und Investitionen in erneuerbare Energien. Das wird dazu führen, wenn wir den CO2-Preis erhöhen, dass die Strompreise an der EEX steigen, aber die Differenzkosten werden dazu führen, dass die EEG-Umlage sinkt. Da haben die Haushalte was davon. Das ist etwas Wichtiges. Und wir werden gleichzeitig Lösungen für die energieintensive Industrie finden können. Das geht auch. Und wir brauchen natürlich ein klares System der CO2-Bepreisung in den Sektoren, die nicht dem europäischen Emissionshandel unterliegen. Und das ist im Augenblick, das muss man leider sagen, Kraut und Rüben. Eine Tonne CO2 in Erdgas wird im Augenblick mit 27,3 Euro besteuert, bei schwerem Heizöl mit 8,1 Euro. Das ist nicht systematisch, das müssen wir vereinheitlichen, das ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn wir das tun, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Gelder transparent verwendet werden. Es gibt ja das Beispiel aus der Schweiz. Das, was wir einnehmen für den Klimaschutz, muss natürlich den Bürgerinnen und Bürgern wieder zurückgegeben werden und auch der Industrie zurückgegeben werden. Es kann auch investiert werden in klimafreundliche Technologien. Da gibt es gute Lösungen und da können wir auch von anderen Ländern lernen. Und wir sollten die Innovationsfähigkeit unserer Wirtschaft nicht unterschätzen. Ich komme gerade von einem Richtfest eines siebengeschossigen Holzhauses im Berlin-Wedding, klimafreundlich, mit einem klimaneutralen Baustoff, sozialverträglich von einer Genossenschaft gebaut. Also es geht, haben wir mehr Mut, packen wir es an. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Mintrup.
Nächster Redner, und das ist seine erste Rede, die er jetzt halten wird, ist Stefan Schmidt für Bündnis 90 Die Grünen. Seine erste Rede im Bundestag, die er halten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. 217 Millionen Tonnen. So viel CO2 dürfte Deutschland in diesem Jahr in die Atmosphäre blasen, um das Klimaziel für 2020 noch zu erreichen. Bereits am 29. März, vor knapp einem Monat also, haben wir diese Marke für das Jahr 2018 bereits überschritten. Für den Rest des Jahres leben wir nun auf Kosten unserer Zukunft und auf Kosten unserer Kinder. Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes hat die Klimakrise in den letzten 40 Jahren rund 90 Milliarden Euro an volkswirtschaftlichen Schaden in Deutschland angerichtet. Und jede zusätzliche Tonne CO2, die wir ausstoßen, verursacht weitere 80 Euro, mindestens. So kann es doch nicht weitergehen. Wir brauchen endlich ein Konzept zum Klimaschutz, das den Namen auch verdient. Frau Bundesministerin Schulze, zunächst Glückwunsch zum Amt und auch zu Ihrer Position, die Sie hier vertreten haben. Wenn Sie sich jetzt für einen CO2-Preis aussprechen, haben Sie unsere volle Unterstützung. Und ich wünsche mir, dass Sie Erfolg haben werden. Allerdings, die Erfahrungen Ihrer Vorgängerin lassen wenig Platz für diese Hoffnung. Sie haben sicherlich mit Frau Hendricks gesprochen. Sie wird Ihnen bestimmt auch von Ihren Erfahrungen erzählt haben. Die Probleme können noch so drängend sein, die Idee noch so gut. Immer wenn CDU, CSU und SPD über Klimaschutz reden, kommt am Ende maximal ein Lippenbekenntnis dabei heraus. Und bevor die GroKo aus einem Prüfantrag ein echtes Konzept entwickelt hat, stehen wir vor der nächsten Wahl und Union und SPD machen wieder nur vollmundige Versprechen zum Klimaschutz. Selbst die deutsche Wirtschaft hat erkannt, dass wir nicht ewig so weitermachen können wie bisher. 30 der führenden deutschen Unternehmen haben sich der Carbon Pricing Leadership Coalition der Weltbank angeschlossen und fordern ein wirksames System zur CO2-Bepreisung. Auch der BDI fordert Entsprechendes. Und sicherlich sind die Unternehmen und auch der BDI nicht auf einmal zu Vorreiterinnen und Vorreitern im Bereich des Klimaschutzes geworden. Aber diese Unternehmen wissen eben ganz genau, dass sie von der internationalen Konkurrenz überholt werden, wenn wir als Gesetzgeber nicht endlich handeln. Auf europäischer Ebene strecken uns der französische Präsident Macron, die Benelux-Staaten, Dänemark und Österreich die Hand aus. Und Herr Köppen, Herr Nüßlein, es sind eben nicht wir allein, die wir national vorangehen wollen. Lassen Sie uns diese Hand, diese ausgestreckte Hand ergreifen. Lassen Sie uns diese Chance ergreifen, meine Damen und Herren. Wir brauchen einen Wandel von der alten fossilen Welt in die neue Welt. Die neue Welt der erneuerbaren Energien und einer nachhaltigen Wirtschaft. Das derzeitige System des Emissionshandels reicht hierfür bei Weitem nicht aus. Der Preis für eine Tonne CO2 liegt seit Jahren viel zu niedrig. Das liegt auch an zu vielen überschüssigen Zertifikaten im System. Und auch wenn der Preis in der letzten Zeit angestiegen ist, heute ganz aktuell sind es 12,73 Euro, so lohnt es sich leider immer noch, auch die schmutzigsten Kohlekraftwerke weiter zu betreiben. Schalten Sie diese dreckigen Stinker endlich ab. Aber auch das alleine reicht natürlich nicht. Herr Mindrup hat es bereits angesprochen. Auch der Kohlendioxidausstoß im Verkehr, bei der Wärmeerzeugung und in der Landwirtschaft muss einen Preis haben. Preise müssen schlicht und ergreifend die ökologische Wahrheit widerspiegeln. Dafür brauchen wir ein wirksames System für einen CO2-Preis. Eine Möglichkeit läge darin, bisherige Ausnahmen von der Energiesteuer für Kohle- und Gaskraftwerke zu streichen und stattdessen für alle Energieträger eine CO2-Komponente einzuführen. Im Gegenzug könnten dann die Stromsteuer und die EEG-Umlage zumindest abgesenkt werden, um die Weichen zu stellen für eine wirklich nachhaltige Energieversorgung. Sie sehen, wir Grüne haben die Ideen für eine echte Klimaschutzpolitik. Wir haben Ideen für einen wirksamen CO2-Preis. Liebe Frau Schulze, Sie haben uns eingeladen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wir Grüne, wir werden diese Einladung gerne annehmen. Ich freue mich, wenn auch alle anderen Fraktionen hier im Parlament mitmachen, wenn wir dieses gemeinsame Vorhaben dann umsetzen für einen wirksamen CO2-Preis. Meine Fraktion ist gerne dabei. Wir alle haben es in der Hand, ob wir das 2-Grad-Ziel noch erreichen oder nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan Schmidt. Nächste Rednerin, Dr. Anja Weisgerber für die CDU-CSU-Fraktion. Werte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eines vorweg. Schauen Sie sich doch mal die Maßnahmen an, die wir schon auf den Weg gebracht haben und die wir zum Beispiel auch im Nationalen Aktionsprogramm Klimaschutz und auch im Klimaschutzplan planen, die wir auf den Weg bringen werden. Wir setzen alles daran, unsere nationalen, europäischen und international vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Und auch als neue Klimaschutzbeauftragte meiner Fraktion sage ich, wir nehmen den Klimaschutz sehr ernst, meine Damen und Herren. Wir werden weiterhin an der Erreichung dieser Ziele arbeiten, und zwar in allen Sektoren, aber ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten und unter Wahrung des Zieldreiecks Ökologie, Ökonomie und Soziales. Für uns ist der europäische Emissionshandel nach wie vor die Herzkammer der Klimapolitik. Und der Emissionshandel funktioniert anders, wie es vorhin hier auch teilweise diskutiert und vorgebracht wurde. Der CO2-Ausstoß wird reduziert. Aber es ist richtig, dass lange Zeit nicht die Lenkungswirkung vom Emissionshandel ausging, die man sich erhofft hat. Deshalb wurde im Februar auf europäischer Ebene eine umfangreiche Reform des Emissionshandels für die Zeit nach 2021 verabschiedet. Und obwohl die Verschärfungen noch nicht greifen, hat allein die Verabschiedung dieser Reform bereits ein Preissignal ausgesendet. Der Preis, es wurde bereits erwähnt, für eine Tonne CO2 hat sich im Vergleich zum letzten Jahr fast verdoppelt. Damit wurde seit 2011 erstmals die 10-Euro-Marke für die Tonne CO2 geknackt. Diese Entwicklungen gilt es auch bei der ganzen Diskussion einmal anzuerkennen, meine Damen und Herren. Von einem unüberlegten Höher, schneller, weiter im nationalen Alleingang warne ich ausdrücklich, auch als Klimapolitikerin. Denn Deutschland ist ein Industriestandort. Und wir brauchen diese Industrie auch zur Entwicklung von Umwelt- und Klimainnovationen. Das muss man auch mal herausstellen. Ein nationaler Alleingang führt dazu, dass wir weniger CO2 ausstoßen. Die frei werdenden Zertifikate werden dann zum Beispiel von Polen aufgekauft, und dort wird mehr CO2 in die Luft geblasen. Das hilft dem Klima überhaupt nicht, und das können doch auch Sie nicht wollen, meine Damen und Herren. Auch der Emissionshandel ist bereits ein CO2-Bepreisungssystem. Das ist CO2-Bepreisung, aber eben auf europäischer Ebene. Und das ist auch gut so, denn allein können wir in Deutschland einfach das Klima nicht retten. Wir müssen alles daran setzen, dass dieses System weltweit stärker zur Anwendung kommt. Deshalb streben wir eine CO2-Bepreisung an, die im besten Fall global ausgerichtet ist, ja, jedoch mindestens auf der Ebene der G20-Staaten. Und so hat es auch eine Initiative, man höre und staune, von BDI, German Watch und Mercator Research Institute, verschiedenen NGOs, auch gefordert. Wir werden alles dafür tun, dass von Deutschland und auch von der europäischen Ebene der Impuls ausgeht, dass dieser Emissionshandel weltweit stärker zur Anwendung kommt. Denn das ist der richtige Weg, meine Damen und Herren. So viel zu den Bereichen, die vom Emissionshandel abgedeckt sind, also Energiesektor und einige Industriezweige.
Es gibt jedoch auch einige Sektoren, die nicht unter das Emissionshandelssystem fallen, zum Beispiel der Verkehrssektor, aber eben auch der Wärmebereich. Gerade im Verkehrssektor sind die Emissionen im vergangenen Jahr gestiegen, ja. Grund ist sicherlich die Zunahme an Pkw insgesamt. Grund ist aber auch, dass sich mehr Verbraucher für einen Benziner entscheiden, aus Angst vor Dieselfahrverboten. Das zeigt, welche Folge die pauschale Dieselverteufelung hat. Damit erweisen wir auch dem Klima einen Bärendienst, meine Damen und Herren. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass der Diesel noch sauberer wird, und die Hersteller haben da auch eine riesige Verantwortung. Wir sind aber gegen pauschale Fahrverbote. Es gehört nämlich auch zur Wahrheit, dass wir den Diesel auch aus Klimaschutzgründen noch brauchen, meine Damen und Herren. Um unser Klimaziel 2020 schnellstmöglich zu erreichen und auch das Klimaziel 2030 sicher zu erreichen, ist im Koalitionsvertrag eine Strukturwandelkommission angelegt. Die wird sich mit Maßnahmen im Verkehrs- und Gebäudebereich befassen, um unsere Ziele zu erreichen. Es wird münden in ein Gesetz zur Erreichung unserer Klimaziele. Welche Maßnahmen das sein werden, ist noch offen. Und als Klimapolitikerin sage ich auch, wir müssen in alle Richtungen denken. Zum Beispiel sollten wir eben auch über die Einbeziehung des Verkehrssektors und des Wärmesektors in den bestehenden Emissionshandel nachdenken oder auch über die Etablierung eigenständiger Handelssysteme für diese Sektoren. All das muss aber gut überlegt sein. Wir dürfen keine Schnellschüsse machen. Und die wichtigste Botschaft ist, es darf keine Mehrbelastung für die Verbraucher und die Unternehmer geben. Und das Ganze muss aufkommensneutral sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Weisgerber. Nächste Rednerin Dr. Nina Scheer für die SPD-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, an den rechten Rand des Parlaments möchte ich eigentlich nur eine kurze Feststellung richten. Wenn es tatsächlich so sein sollte, wie Sie es darstellen, dann erwarte ich, dass wenn wir dann darüber zu entscheiden haben, wie mit den massiven und immer stärker werdenden Klimafolgeschäden umzugehen sein wird, in Gestalt von Ernteausfällen, in Gestalt von Hochwasserschäden. Man könnte eine ganze Reihe aufzählen an Schäden, die kommen werden und auch schon angefangen haben, auch bei uns schon angefangen haben einzusetzen und für die wir natürlich auch irgendwo als Gesellschaft einen Umgang finden müssen, letztendlich auch ab und zu mal haushalterisch einen Umgang finden werden. Da möchte ich Sie dann irgendwann mal daran erinnern, da müssten Sie konsequenterweise bei jeder einzelnen Maßnahme sagen, nein, hier geben wir nichts, dafür haben wir kein Geld, denn den Klimawandel gibt es ja in Ihren Augen eigentlich nicht. Da möchte ich Sie dann noch mal daran erinnern und mal schauen, wie volksnah Sie sich dann tatsächlich noch geben können. Aber ich möchte an dieser Stelle dann jetzt mal wieder zur Sache zurückkommen. Nämlich, es ist in der Tat, finde ich, sehr begrüßenswert, dass wir auch mit unserer neuen Ministerin Svenja Schulze eine Fokussierung auf diese Diskussion nun bekommen, auf die Frage einer CO2-Bepreisung. Es ist in den letzten Jahren zunehmend in den Blickpunkt gerückt und ich begrüße das insofern sehr, als dass uns ja allen bekannt ist, uns auch schon mehrfach heute gesagt worden, dass der europäische Emissionshandel an seine Grenzen stößt. Und insofern ist es auch wichtig zu schauen, welche ergänzenden Maßnahmen es gibt und auch richtig, dass im Koalitionsvertrag eben genau das angelegt ist. Und insofern, denke ich, haben wir auch hier einen Klärungsbedarf, insofern in der Großen Koalition noch mal klarzustellen, dass das tatsächlich als etwas Ergänzendes im Koalitionsvertrag angelegt ist. Und nicht nur dort, der Koalitionsvertrag verweist ja auch noch auf die auf den Élysée-Vertrag, der, und da möchte ich jetzt mal einfach zitieren, weil das in der bisherigen Debatte total unter den Tisch gefallen ist, meines Erachtens. Hier steht, dass die Bedeutung der deutsch-französischen Impulse im Bereich des Klimaschutzes, dass wir fordern, die deutsche, französische und deutsche Regierung wird aufgefordert, ihre enge Zusammenarbeit bei der Umsetzung der des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 und der Verpflichtung des One Planet Summit von 2017 fortzusetzen und gemeinsame Initiativen, insbesondere zum CO2-Preis, vorzuschlagen und die Zusammenarbeit im Bereich der Forschung und Entwicklung zu vertiefen. Das kann also gar nicht nur darum gehen,
irgendetwas am ETS noch rumzudoktern, sondern es ist definitiv etwas Ergänzendes. Und wenn jetzt hier die Initiative aufgerufen wird, zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir, was, in welcher, wie kann man es ausgestalten, ist es eine Steuer, ist es eine Abgabe, das Wort Mindestpreis fällt auch, dann denke ich, ist es jetzt an der Zeit, zu differenzieren und zu schauen, was ist tatsächlich möglich, welche ergänzenden Maßnahmen können wir machen. Und in der Tat, das ist auch schon angeklungen, man muss natürlich schauen, dass es so ausgestaltet ist, dass tatsächlich die Entlastung dabei rauskommt und keine Mehrbelastung. Und das ist ganz einfach zu machen, denn es gibt eine Menge Belastungen, die so nicht sein müssten. Und man kann es so ausgestalten, dass es unterm Strich aufkommensneutral ist. Das ist also eine Entlastung, sowohl was die Klimafolgeschäden angeht, als auch eine Entlastung für die Bürger ist, soweit das nicht sowieso im unmittelbaren Zusammenhang steht. Insofern muss ich auch noch mal abschließend mein Bedauern zum Ausdruck bringen, dass wir doch so weit vorne ansetzen müssen bei dieser Diskussion, erstmal zu klären, dass das im Koalitionsvertrag definitiv angelegt ist, Herr Köppen. Sie hatten das ein bisschen in Zweifel gestellt, hatte ich so den Eindruck. Und Sie hatten meines Erachtens auch schon eine sehr weitreichende Absage an ein Bepreisungssystem jetzt hier in den Raum gestellt. Das ist natürlich misslich, wenn wir doch eigentlich gerade am Beginn einer solchen Diskussion stehen und eigentlich ja endlich mal die Chance haben, gemeinsam offen alles auf den Tisch zu legen, was an Initiativen möglich ist, um tatsächlich eine gerechte Bepreisung dessen im Energiesystem zu erreichen, was wirklich Schädlichkeit bedeutet, und das zu begünstigen, was Innovation, Fortschritt und Beschäftigung von morgen heißt. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie an den Verhandlungstisch kommen. Sie haben ja an sich die gemeinsame Absicht verbrieft. In diesem Sinne wünsche ich uns ein gutes Vorankommen. Vielen Dank, Nina Scheer. Nächster Redner, Dr. Hermann Josef de Brocke für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die CDU-CSU-Fraktion steht für eine verantwortungsvolle, verlässliche, nachhaltige Politik, und zwar ökonomisch, ökologisch und sozial. Das heißt, es geht uns um kluge, wohlüberlegte Entscheidungen und nicht um Schnellschüsse und Effekthascherei, zumal wenn es um ein Thema wie den Klimaschutz geht. Meine Damen und Herren, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat die Initiative zu dieser Aktuellen Stunde ergriffen, und das unter dem Thema Klimaschutz umsetzen, Haltung der Bundesregierung zu einer CO2-Abgabe. Damit fragt sich natürlich auch die Regierung tragenden Fraktionen und also auch die CDU-CSU-Fraktion, wie hältst du es mit dem Klimaschutz und wie hältst du es mit der CO2-Abgabe? Ich glaube, ich darf das verkürzen. Klimaschutz, ja, sagen wir zum Klimaschutz, zu den notwendigen Maßnahmen, und das uneingeschränkt. Und was die CO2-Abgabe angeht, nein. Haben wir den Koalitionsvertrag besonders? Nein, das haben wir nicht im Koalitionsvertrag. Und ich möchte noch mal an dieser Stelle mit Erlaubnis der Präsidentin den Koalitionsvertrag zitieren, der sehr deutlich sagt, wir setzen das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und den Klimaschutzplan 2050 mit den für alle Sektoren vereinbarten Maßnahmenpaketen und Zielen vollständig um. Zitat Ende. Damit ist das Ziel verbunden, das eindeutig, dass es um die Verringerung der klimaschädlichen Emissionen geht. Daran haben wir keinen Zweifel gelassen. Es geht um die Mengenreduktion, nicht um die Definition über das Erreichen irgendeines CO2-Preises. Es geht um das Ziel der Mengenreduktion. Und es geht auch nicht um irgendwelche Umverteilungseffekte, die im Schlepptau möglicherweise intendiert werden könnten. Wir geben zu, und das offen, dass das Ziel 2020 nicht erreicht worden ist. Aber ich darf auch hier wieder den Koalitionsvertrag zitieren, wo wir sehr deutlich sagen, dass Maßnahmen ergriffen werden. Zitat, die Handlungslücke zur Erreichung des Klimaziels 2020 so schnell wie möglich zu schließen, das Minderungsziel 2030 wollen wir auf jeden Fall erreichen. Ich glaube, liebe Kolleginnen von Bündnis 90 Die Grünen, damit ist deutlich gesagt, dass wir den Klimaschutz sehr wohl ernst nehmen, wie Sie uns das anders unterstellen. Und dazu sind wir auch bereit, sehr sorgfältig zu analysieren, wie sich die Emissionen verändert haben in den letzten Jahren und vielleicht nicht so verändert haben, wie wir uns das gewünscht haben, und wie sie sich verändern werden, in Abhängigkeit von Instrumenten, die hierzu noch einzusetzen werden. Und wir werden dabei, und das hat auch meine Vorrednerin Frau Dr. Weisgerber noch mal deutlich gemacht, wir werden dabei nicht nur die Energieerzeugung und die Industrie beobachten, sondern gerade auch den Verkehr und das Wohnen. Und wir werden die bereits laufenden und eingesetzten Instrumente überprüfen und die Reform der
des Zertifikatehandels ist angestoßen und sie wirkt auch schon. Aber ich erinnere zum Beispiel auch an die CO2-Komponente in der Kfz-Steuer oder um die CO2-Flottengrenzwerte für Autos. Auch hier ist eine sorgfältige Analyse dringend geboten. Und da stimme ich auch meiner Vorrednerin zu, dass wir hier ergebnistechnologieoffen sehr aufrichtig und ehrlich in die Debatte einsteigen würden. Und insofern stimme ich Ihnen, Frau Ministerin, ausdrücklich zu, wenn diese Initiative der Bündnis 90 Grünen dazu beiträgt, dass wir in einen Ideenwettbewerb um die besten Lösungen eintreten und in eine ehrliche und aufrechte Debatte, dann haben Sie heute dem Klimaschutz einen guten Dienst erwiesen. Ich möchte aber an dieser Stelle sehr deutlich machen, dass es um Lenkungsmaßnahmen geht. Besser soll ich sagen, um Anreize zur Reduzierung von Emissionen. Und es geht nicht darum, da spreche ich jetzt auch als Vertreter des Finanzausschusses, noch irgendwelche Geldquellen zu erschließen. Wir wehren uns dagegen, dass im Zusammenhang mit dem Klimaschutz bei den Bürgerinnen und Bürgern der Eindruck entstehen könnte, der Staat nutze die Gelegenheit, hier noch mal zur Kasse zu bitten. Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Und das können wir nicht, wenn wir mit Abgaben, also zum Beispiel auch mit einer CO2-Abgabe drohen. Und das bedeutet auch, ich kann das abkürzen, weil Vorredner das ausgeführt haben, dass wir etwa einen Aufschlag ablehnen, der auf Marktpreise etwa vorgenommen werden könnte, und lehnen damit auch den Vorschlag von Herrn Macron ab, wenn er meinte, dass auf einen vielleicht nicht befriedigenden Marktpreis ein irgendwie zu beziffernder Aufschlag zu nehmen wäre, der dann vielleicht verhaltens- oder entscheidungsrelevant sein könnte. Damit vermischen wir verschiedene Instrumente und können die Auswirkungen nicht mehr so steuern und bewerten, wie wir das dringend benötigen. Und damit bin ich bei dem Punkt, dass es uns darum gehen muss, dass wir alle diese Instrumente, die möglicherweise noch gar nicht bekannt sind, weil wir technologieoffen argumentieren, dass wir die in ihrer Wirkung im Mix beurteilen und bewerten müssen. Und das bedarf einer sorgfältigeren Analyse als einer kurzen Debatte in der Aktuellen Stunde, die möglicherweise sogar schon sehr stark verkürzt auf eine CO2-Abgabe abstellt, die wir ablehnen. Meine Damen und Herren, der Klimaschutz ist uns viel zu wichtig, als dass wir uns erstens unterstellen lassen, wir nehmen ihn nicht ernst. Und er ist uns viel zu wichtig, um durch Schnellschüsse und effekthaschend irgendwelche Instrumente mal kurz zu beschließen, sondern wir halten es für extrem wichtig, in einer ehrlichen und offenen Debatte und auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen die Wirkweise von Instrumenten und bevorzugt marktlichen Instrumenten in Kontext zu beobachten, zu bewerten und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen für den Klimaschutz, der uns viel zu wichtig wäre. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Dr. Zimbroke. Und der letzte Redner in der Aktuellen Stunde, Johann Zarthoff für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss schon sagen, Herr Hilse, Herr Wildberg, CO2 und Klimawandel, sagen Sie, haben keine Verbindung miteinander. Und ich muss auch gestehen, dass es mir ein bisschen leid tut, dass ich nicht den Zollstock meines Kollegen Lothar Binding heute mitgenommen habe. Denn Sie haben diese Wandlungen beschrieben über die Jahrhunderte. Da haben Sie sich die ganze Zeit im untersten Glied des Zollstocks bewendet. Jetzt sind wir aber auf dem vierten Glied des Zollstocks. Und die Systematik ist so, dass sie dramatisch sind. Das dahingestellt. Sie werden sicher einen Wissenschaftler finden, der dann sagt, was Sie hören wollen, aber der nicht sagt das, was eigentlich Sachlage ist. Und Sie müssen sich doch die Frage stellen, was sagen Sie eigentlich den hungernden Völkern, die jetzt schon hungern? Was sagen Sie eigentlich den untergehenden Inselstaaten? Was erzählen Sie eigentlich, wenn Sie in Deutschland bleiben wollen, den Menschen an der Küste? Alles egal? Dann denken Sie mal drüber nach, was Sie den Leuten sagen, die an Flusshochwässern leiden. Also von daher, hier ist wirklich Handlungsspielraum geboten. Und sagen Sie nicht nur, was Sie nicht wollen. Sie machen Angst, alles wird teurer, ohne sich das System anzugucken, und schreiben nebenbei, ohne alternative Lösungsvorschläge, 50 Kilometer Küstenstreifen und Hunderttausende von Menschen einfach so ab. Herr Altmaier sagt, ich gehe davon aus, dass wir in 4 bis 5 Jahren ohne zusätzliche Investitionen für die erneuerbaren Energien auskommen können. Das ist ein hehres Ziel. Und hinter diesem hehren Ziel gibt es eine deutliche Erkenntnis. Die Erneuerbaren sind wettbewerbsfähig, jawohl, das sind sie. Und die Kosten der Erneuerbaren werden sinken und sind gesunken. Auch das ist eine Erkenntnis, die darin fußt. Diese wichtige Erkenntnis ist unbedingt erforderlich, um die Ziele für 2030 auch erreichen zu können. Wäre Herr Altmaier heute hier, hätte ich ihm zugerufen, bitte sagen Sie das auch allen Kolleginnen und Kollegen von der Union. Die Verhinderinnen und Verhinder,
Der erneuerbaren Energie haben im Wesentlichen in den letzten Jahren zwei Argumente gehabt. Das eine war, das ist zu teuer, die Kosten, und das zweite war, der Netzausbau kommt nicht hinterher. Beides, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird sich in den nächsten Jahren in Luft auflösen. Den Erneuerbaren gehört die Zukunft, und dafür ist jetzt Richtiges zu tun. Und wenn wir über die Subvention von Erneuerbaren reden, ab und zu höre ich das mal, dann ist damit die EEG-Vergütung gemeint. Aber es gibt auch eine Subvention für die fossile Seite. Und das ist nämlich die kostenlose Deponie von CO2 in der Atmosphäre. Und die Endlagerung von CO2 in der Atmosphäre sollte aus meiner Sicht bepreist werden. Die Folgekosten sind nämlich länger zu tragen als die Folgekosten der EEG. Über 20 Jahre hinaus mit den Klimakosten, die damit in Verbindung stehen, wenn man sie denn akzeptieren will. Und die Folgekosten sind auch viel höher als bei der EEG-Vergütung. Und wenn wir einen Mindestpreis für CO2 festlegen, dann können wir sogar noch in unserem Glauben sein, der ETS würde alles richten. Denn wenn der Preis im ETS höher ist als der Mindestpreis, kommt er ja nicht zum Tragen. Von daher keine Gefahr. Meine Damen und Herren, wir haben ein Zieldreieck. Sauber, zuverlässig und bezahlbar wollen wir Energie produzieren. Aber mit bezahlbar ist nicht gemeint, dass das nur in dieser Generation bezahlbar ist und dass uns egal ist, ob unsere Kinder, unsere Enkelkinder und Urenkelkinder, so viel Zeit habe ich nicht, um das noch weiter aufzuführen, dann nicht unsere Stromrechnung auch noch mal wieder bezahlen müssen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten zur Bepreisung von CO2. Wer sich damit beschäftigen will, der kann das auch tun und wird sehen, dass es durchaus möglich ist, eine Bepreisung hinzubekommen, ohne dass die Menschen zusätzlich belastet werden. Anders als beim EEG werden wir Modelle miteinander erstreiten müssen, die die Entlastung der Menschen in den Fokus nimmt, der Menschen nämlich mit geringem Einkommen. Und ich glaube, dass wir da auch auf einem guten Weg sein können, wenn denn alle Beteiligten das auch wollen. Und der CO2-Preis oder die CO2-Emission könnte die nötige verbindende Währung sein, wenn wir uns denn auf den Weg der Sektorkopplung machen, was wir dringend machen müssen, um unsere Klimaziele dann bis 2030, die übrigens völkerrechtlich verbindlich sind, auch tatsächlich zu erreichen. Ein paar Beispiele davon, wer das alles will. Die Automobilindustrie weiß längst, wo der Weg lang geht, und einige gute Hersteller wollen eine faire CO2-Bepreisung. Und wenn Sie sich lieber im Finanzsektor tummeln, dann werden Sie feststellen, dass es viele Finanzinvestoren gibt, die längst ihre Portfolios abchecken auf CO2-Tauglichkeit. Also glauben Sie mal nicht, dass die Wirtschaft nicht längst erkannt hat, wo der Hase läuft. Und in Ostfriesland würde man sagen, man muss die Gausen pflücken, wenn sie Federn haben. Man muss die Gänse rupfen, wenn sie Federn haben. Wir müssen jetzt aufpassen, dass der Ruf Deutschlands als Vorreiter der Energiewende nicht in Gefahr gerät. Die Situation haben wir bei der Ehrlichmachung des 2020-Ziels gehabt. Das darf uns nicht nochmal passieren. Deswegen müssen wir Schritte unternehmen. Schritte zeitnah unternehmen, damit die Menschen in der Welt Deutschland als ein Land sehen, in dem man gut und gerne leben kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Kollege Saathoff. Damit ist die aktuelle